So, jetzt schauen wir uns mal an, was Pilgern eigentlich so kosten mag. Ich habe drei Sachen zusammengestellt. Einmal so ein kurzer Überblick über Allgemeinkosten, wie sich Kosten so im Groben schwerpunktsmäßig verteilen. Dann ein Beispiel mit drei fiktiven Pilgertypen. Und zum Schluss noch ein paar Tipps, wie du sparen kannst und wie du es am besten angehst. Und wie immer unter der Box findest du dann ein kleines Arbeitsblatt oder so ein Formular, wie du ganz leicht dann anhand mit diesen Informationen deine Reisekosten oder Pilgerkosten ausrechnen kannst. Ja, ein paar allgemeine Infos. Früher oder von der Tradition her war es halt so, dass die Pilger meistens kostenlos auf dem Camino aufgenommen wurden, weil die hohe Gastfreundschaft der Pilger wurde hoch geschätzt, ebenso wie das Ansehen einer Pilgerschaft im Allgemeinen. So wurden sie meistens in Pfarreien oder auch von Leuten am Wegesrand aufgenommen. Aber halt durch die Zunahme von den ganzen Pilgern und auch durch diesen Pilgerboom in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, hat sich diese Tradition doch gewandelt. Jeder möchte ein bisschen vom Kuchen abhaben und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Bedürfnisse, aber auch die Anforderungen und Ansprüche von den Pilgern haben sich ebenso drastisch mitverändert. Aber die Hauptpunkte, genau, haben wir hier jetzt. Eine Pilgerschaft oder die Pilgerkosten hängen im Wesentlichen davon ab, zu welcher Zeit du unterwegs bist, also zu welcher Saison, welche Pilgerroute du wählst, ob die hochfrequentiert ist und vor allem in welchem Land du unterwegs bist. So ist natürlich die Schweiz und Frankreich sehr viel teurer, wie jetzt dann Spanien oder gar Portugal. Aber gute Nachrichten, durch eine sorgfältige Planung, was wir jetzt hier zusammen machen, kriegst du doch ein sehr gutes Bild und eine gute Übersicht, was deine Pilgerreise oder deine Pilgerschaft kosten mag. Und vor allem, du kannst den einen oder anderen Euro dann im Vorfeld schon sparen. Okay, jetzt schauen wir uns mal drei verschiedene Pilgertypen an. Alles Individualpilger, ich habe die mal fiktiv benannt. Der erste wäre ein Low-Budget-Pilger, der zweite der Pilger Normalus und der dritte ein Pilger mit gewissen Ansprüchen. Was unterscheidet die? Relativ einfach. Der Low-Budget-Pilger, der hat entweder sein eigenes Zelt dabei oder dem genügt die einfachste Art der Herberge. Der versorgt sich selber, sprich er kocht selber. Extras und Kaffeebesuche braucht er nicht. Also wirklich minimalistisch. Pilger Normalus, der geht in die Herberge oder mal in eine Pension, nimmt ein Pilgermenü, also geht essen und auch sonst geht er ab und zu mal in einen Kaffee, aber auch eher sparsam und eher pilgernormal. Genau. Jetzt der Pilger mit gewissen Ansprüchen, der ist natürlich ein bisschen wählerischer, der geht auch gerne mal ins Hotel, braucht ein Einzelzimmer mit eigenem Bad und geht auch gerne mehrmals am Tag essen oder auch einen Kaffeebesuch, sagt er nicht nein, ein paar Extras am Wegesrand nimmt er auch gerne mit. Ja, was bedeutet das jetzt in Zahlen? Ich habe eine kleine Tabelle mit ein paar Mittelwerten zusammengestellt für die Hauptausgabeposten. Hier oben sehen wir die drei verschiedenen Pilgertypen wieder. Und die Hauptposten wären zum einen mal unterwegs dann Übernachtung, Essen, Trinken und Extras. Und dazu kommen noch die An-Abreisekosten, ebenso wie Kosten für Ausrüstungsgegenstände, je nachdem, was da vorhanden ist. Wir schauen uns das jetzt an zwei verschiedenen Beispielen an. Und die Werte hier in der Tabelle sind wirklich nur als Richtwerte und Mittelwerte zu verstehen. Die Faktoren wie die Saison, Route und landspezifischen Kosten sind hier jetzt mal gemittelt. So kriegt man doch ein ganz gutes Gefühl für seine eigene Reisekasse und was man eigentlich vorhalten sollte. Okay, ich habe mal ein fiktives Beispiel hier aufgesetzt und zwar, es geht jetzt um eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg von 4 Wochen, also 28 Tage habe ich mal veranschlagt. Ein paar Ausrüstungsgegenstände müssen noch gekauft werden, vieles ist schon vorhanden und die An- und Abreisekosten durch eine frühzeitige Planung und Buchung halten sich im Rahmen. Okay, was bedeutet das für unsere drei Pilgertypen hier? Rein auf dem Camino bedeutet es für den Low-Budget-Pilger eine Pilgerreise für unter 500 Euro auf, gerechnet auf 4 Wochen. Der Pilger Normalus kommt auf über 1200 Euro, Luxus-Pilger fast das doppelte 2170. Jetzt kommen noch diese zwei Posten dazu. Einmal an Abreisekosten habe ich jetzt mal pauschal ein bisschen im unteren Segment angesiedelt mit 180 Euro. Und für die Ausrüstungskosten dann nochmal so ein Mittelwert, da schon einiges vorhanden ist von 200 Euro.
wurde dann auf eine Gesamtsumme für den Low-Budget-Pilger von 828 kommen. Pilger Normalus ist knapp doppelt so teuer und der Luxus-Pilger liegt dann doch bei 2,5 für 4 Wochen Pilgerschaft. Okay, ein großer Posten können tatsächlich die Ausrüstungsgegenstände darstellen. Deshalb schauen wir uns das nochmal im Detail an, was denn da immer so teuer werden kann. Die Qualität ist natürlich da sehr entscheidend und heutzutage wirklich gibt es quasi nach oben fast keine Grenzen für jegliche Art von Gegenstand, ob das die Schuhe sind, Funktionskleidung oder dann Stichwort ultraleicht Ausrüstungsgegenstände. Und da kann man halt schon sagen, umso leichter die Sachen werden, umso teurer werden sie dann halt auch. Ne? Genau. Und so ganz grob, je nachdem, was du halt schon hast und was du noch brauchst, kann man so im Mittel sagen, fallen dann halt nochmal Kosten bis zu 600 Euro an. Vor allem, wenn jetzt nochmal Schuhe, Rucksack, also diese elementaren Sachen quasi nochmal neu gekauft werden müssen. Und da empfehle ich auch, bei dem Rucksack und bei den Schuhen vor allem, bei den zwei Gegenständen, solltest du jetzt nicht anfangen zu sparen. Die zwei müssen wirklich richtig gut passen und vor allem zu dir passen. Und wenn jetzt da ein paar Euro mehr ausgibst, das wirst du quasi viel später dann merken und vor allem, du musst es nicht doppelt kaufen und das lohnt sich wirklich. Okay, in der zweiten Kalkulation habe ich nochmal eine Tabelle aufgestellt und zwar für die ganze Ausrüstungsgegenstände, vor allem für die wesentlichen Posten und habe dann auch nochmal unterschieden zwischen einer Minimalausrüstung und einer sehr guten Ausrüstung. Ultraleicht und Hightech und High-End Variante habe ich hier jetzt mal außer Acht gelassen. Und quasi die Hauptpunkte für eine Ausrüstung sind immer die Schuhe, der Rucksack, die Wanderstöcke eventuell, je nachdem wie du laufen möchtest, Funktionsunterwäsche, ein gewisser Fundus an Reise, Apotheke und eine wetterfeste Kleidung. Und da kommen wir einmal bei der Minimalausrüstung dann auf 265 Euro und bei der sehr guten Ausrüstung eben diese knapp 600 Euro. Okay, abschließend nochmal ein paar Infos und Tipps, vor allem wo du sparen kannst und auf was du für Punkte achten solltest, vor allem beim Kauf jetzt von der Pilgerausrüstung. Ein paar Kauftipps. So, wie schon gesagt, die Schuhe in den Rucksack solltest du unbedingt so wählen, dass er optimal zu dir passt. Meiner Meinung nach geht nichts über einen Besuch im Fachgeschäft. Lass dich beraten, probier es ausgiebig an. Da kannst du auch mal länger in dem Geschäft bleiben und ein paar Sachen testen. Du kannst den Rucksack dann auch mal mit 6 oder 7 Kilo beladen und gucken. Vor allem, sie stellen dir den Rucksack perfekt für dich ein. Und du erhältst genau eine Beratung von Mensch zu Mensch. Gleichzeitig kann es natürlich sehr viel teurer sein, wie wenn du jetzt im Internet guckst. Vergleiche auf jeden Fall die Preise, aber kauf dann auch da, wo du ein gutes Gefühl hast, wo du gut beraten wurdest. So mache ich es immer. Da zahle ich dann gern, sag mal, 10, 20 oder gar 30 Euro mehr, wenn alles wirklich wunderbar war. Wo du nochmal sparen kannst, schau immer wieder auf Angebote. Ne? Vor allem auf dem Sportsektor gibt es da sehr viele Angebotsphasen immer. Der klassische Sommerschluss oder Herbst- oder Winterschlussverkauf bietet sich vielleicht im Vorfeld schon an, da zu schauen. Okay, noch ein paar Infos. Solltest du wirklich auf dem oder unterm Pilgern quasi feststellen, dass irgendwas nicht passt? Es können auch die Schuhe sein, es ist schon sehr oft vorgekommen, bei mir übrigens auch. In jeder großen Stadt, egal welchen Camino du gehst, musst du natürlich ein Sportgeschäft finden, wo du quasi einen anderen Schuh oder Ausrüstungsgegenstand dir neu besorgen kannst. Gleichwohl gibt es in vielen Herbergen auch sogenannte Tauschkisten, also du kannst was zurücklassen. Angenommen, dir passt irgendwas nicht oder hast was Überflüssiges dabei, dann kannst du es da zurücklassen. Gleichwohl kannst du da schauen, ob du was Stimmigeres oder Passenderes für dich findest. Bei Schuhen jetzt vielleicht nicht gerade so der Fall, aber das ist auf jeden Fall auch immer noch eine Idee und eine Variante, wo man im Hinterkopf behalten sollte. Und der Spartipp schlechthin natürlich, umso früher du mit deinen Planungen loslegst, umso mehr kannst du natürlich auch auf Angebote achten oder kannst du auch vergleichen oder selber dann auch testen. Sprich, umso früher du anfängst, umso mehr kannst du auch dann sparen. So, ich hoffe, du hast jetzt so ein Gefühl zumindest bekommen, wo die Hauptkostenfaktoren liegen.
Unten findest du jetzt nochmal die zwei Tabellen mit den Vergleichen und gleichwohl auch ein Arbeitsblatt bzw. so eine Tabelle für dich, um deine Kosten zu ermitteln. Viel Spaß dabei! You traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire.